So, Christian, danke schön. Als nächstes ein kurzer Beitrag noch von Andrea Drescher. Sie war heute auch auf unserer Bühne. Wir haben schon eine Kundgebung am Heldenplatz heute gemacht und wir werden noch eine Abschlusskundgebung wieder am Heldenplatz machen nach dieser Ringrunde. Wir werden jetzt gleich die Fahrt wieder fortsetzen und die Herrschaften, die interessiert sind, schließen Sie sich an. Seien Sie offen für vielleicht neue Informationen, von denen Sie noch nie gehört haben. Und wenn Sie ordentliche medizinische Informationen haben wollen, www.gesundheit-österreich.at, eine Vereinigung, dessen Präsident Professor Andreas Sönigsen ist. Und Professor Dr. Andreas Sönigsen. Bei so zusammengequetscht kann sich die Traube jetzt nicht haben. Weil er sich erdreistet hat, einen offenen Brief an den Gesundheitsminister, sogenannten Gesundheitsminister, damals Mückstein, zu schreiben, kurz vor Weihnachten 2021, seinen Job an der MedUni Wien, wo er das Department für Familienmedizin geleitet hat, verloren. Warum? Weil er unter anderem die Risiken der Covid-19-Injektionen besonders an den Kindern und Jugendlichen hingewiesen hat. Und von Kollegen wie Dr. Peter McCullough aus Amerika wissen wir mittlerweile, wie hoch die Herzmuskelentzündungsraten bei den Kleinsten sind. Und das, wo ihr Risiko, an Covid-19 zu versterben, 0,0003 ist. Viele Menschen fallen plötzlich tot um. Schauen Sie sich an, wie viele medizinische Notfälle plötzlich auf Autobahnen sind. Schauen Sie sich an, wie viele Sportler auf dem Steg plötzlich zusammenbrechen. Hier gibt es Risiken und wenn ich Ihnen was empfehlen darf als Medizinerin, holen Sie sich bitte nicht noch den 4., 5. und 27. Stich. Diese Produkte sind nachweislich nicht förderlich, haben nie vor Übertragung geschützt. Gesagt, was total wichtig ist. Es geht ums Thema und nicht um politisch-persönliche Eigenheiten. Und wir müssen lernen, über unseren eigenen Schatten zu springen, wenn es darum geht, sich für Freiheit einzusetzen. Wir können uns nicht erlauben, mit Leuten nicht auf eine Bühne zu gehen, die man nicht mag. Ich kann das selber von mir sagen, weil ich bin, wie manch einer weiß, eine alte Linke. Ich komme aus der linken Bewegung, als die Linken noch Linken und keine Linksfaschisten waren. Trotzdem schreibe ich für Report 24, die eher zum rechten Spektrum gehören. Was soll's? Es geht um unsere Freiheit. Es geht um gemeinsam gegen die WHO und da kann man sich nicht einbilden, nur weil wir heute eine Demo gemacht haben, dass wir damit durch sind. Ich habe vorhin von dem Flyer erzählt, Who is Who, mehr-wissen.info, demnächst auch, jetzt auch international. Ich möchte aber jetzt noch darauf hinweisen, dass in 14 Tagen, genauer am 14. Oktober, von Hannes Brecher eine Exit-WHO-Demo ist. Nach der Demo ist vor der Demo. Wir müssen nicht nur heute marschieren, wir müssten eigentlich jede Woche marschieren. Und zwar egal bei wem. Wir müssen einfach zeigen, dass wir mit der Scheiße nicht einverstanden sind, um es mal ganz deutlich zu sagen. Woche am 14.10. um 10 Uhr geht eine mobile Kundgebung in Wien los, kann man online finden bei Demolenz Freiheit. Um 13 Uhr am Heldenplatz gegen den Austritt aus der WHO. Und ich hoffe, dass viele, die heute hier sind, auch in 14 Tagen mit dabei sind. Danke. Okay. Jetzt hören wir wieder ein Musikstück und an dieser Stelle von High Res haben wir noch, oder Modern World von, hast du Modern World? High Res, okay, ja kurz, ja.
von einem amerikanischen Rapper. Auch seine Texte sind sehr, sehr in die Tiefe gehend. Geld zucken unkontrolliert. In den Adern Blut gefriert. Du hast Schmerzen, kannst kaum stehen. Willst zu Ärzten nicht mehr gehen. Denn der Teufel hat gesagt, rede bloß nicht mit dem Bösen. Nur noch Gott kann dich erlösen. Denn sie haben dich belogen. Gott hat dich schon eingeladen. Dein Leben hängt am seidenen Faden. Leider kennt er keine Gnade. Du hast einen Impfschaden. 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 So, das war jetzt wieder eine Nummer von dem amerikanischen Rapper Hi-Rez, H-I-R-E-Z. Er hat über 2,6 Millionen YouTube-Follower, zu Recht. Und auch er plant, nachdem er in Großbritannien war im Vorjahr, auch wieder mal eine Tour zu uns, vielleicht nach Österreich auch. Nach Wien hätten wir geplant und nach Deutschland. Ich werde Sie in meinem Telegram-Kanal Dr. Maria Hubmeier-Mock informieren, wenn der Hi-Rez nach Österreich kommt oder auch nach Deutschland. Großartiger Mann, hören Sie sich seine Lieder an. 2 plus 2 ist 5, ist besonders zu empfehlen. Und jetzt habe ich eine Rednerin von Jens Biermann, der auch bei der Internationalen Anwaltsvereinigung und bei den Anwälten für Aufklärung Deutschlands dabei ist, vorgestellt bekommen. Und ich möchte gleich weitergeben, wenn du dich kurz vorstellst und uns eben auch über dein Anliegen erzählst und was du machst. Dankeschön. Ja, hallo Wien. Mein Name ist Tina Romdani. Ich habe mit dem Jens Biermann bei den Klagepaten zusammengearbeitet über eine lange Zeit. Und mein Thema sind die Kinder. Ich habe vollen Respekt vor jeder Politikerin, vor jedem Anwalt und jedem Arzt, der sein Gesicht hier zeigt und die Wahrheit spricht. Aber die Corona-Zeit hat uns gezeigt, das ist nicht genug. Sie können kämpfen, sie können Abhandlungen schreiben, Presseinformationen herausgeben und auch Demonstrationen organisieren.
aber es sind wir, die hinter diesen Menschen stehen müssen, damit ihre Anliegen Gewicht bekommen. Und besonders müssen wir als Eltern für unsere Kinder einstehen. Ich habe nie geahnt, dass Muttersein etwas so Großes und Schönes sein kann, was ich aber letztendlich erst durch die Pandemie kennengelernt habe. Ich bin die Anwältin meiner Kinder. Ich bin die rote Linie, die sich schützend vor meine Söhne stellt und sie vor Übergriffen bewahrt. Wir können uns von den Altparteien nicht erhoffen, dass diese unsere Kinder schützen. Bereits vor über 20 Jahren hat Olaf Scholz gesagt, sie brauchen die Hoheit über den Kinderbetten, nicht über den Betten meiner Söhne. Und auch können wir nicht erwarten, dass die Mainstream-Medien Wahrheiten verbreiten. Wir haben alternative Medien, aber zu diesen gehören auch wir. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag unsere Wahrheit nicht nur zu verbreiten, sondern wir müssen sie leben. Und ich kann euch nur sagen, benennt euch wieder bei dem, was ihr seid. Ihr seid die Mütter, ihr seid die Väter. Nennt eure Kinder Söhne und Töchter. Lebt die Werte, die man uns nehmen will, tausendmal mehr als noch vor der Pandemiezeit. Geht in die Familien und schützt eure Kinder vor weiteren Übergriffen, die definitiv kommen werden. Ihr seid nämlich nicht nur der Schutz eurer Kinder, ihr seid auch das Vorbild, damit eure Kinder lernen, was es bedeutet, in die Eigenverantwortung zu gehen, was es bedeutet, Nein sagen zu können und was es bedeutet, was für eine Kraft und Macht man selber erfahren kann, wenn man diese Verantwortung innehat. Ich bedanke mich bei euch. Danke, danke vielmals. Und wir werden jetzt etwas wiederholen, was wir vorhin schon am Beginn des Zuges gemacht haben. Wir machen ja heute eine Ringrunde für alle Passanten, die sich denken, wer wir sind. Wir sind heute eine Kundgebung, um aufzuklären, was mit den Vertragsentwürfen der WHO so in der Zukunft alles möglich ist. Wir haben unter uns Mediziner, Juristen, Politiker, Lehrer, Mütter, Väter, wir haben alle Leute hier dabei, die wissen, dass hier einiges an Gefahrenpotenzial gegeben ist. Und was auch wichtig ist im Leben, und das hat ein Komiker aus den USA, J.P. Sears, der hat auch weit über 2,6 Millionen Follower auf YouTube. J.P. Sears, J.P. Sears, der so etwas treffend gesagt. Er hat gesagt, manchmal braucht es Humor, um die Menschen ins kritische Denken zu bringen. Und wir hoffen, dass es in der Zukunft ein Kinofilmprojekt, die Langthalers, geben wird. Langthalers mit TH.at. Denn an diesem Film arbeiten durchaus bekannte österreichische Komiker und Schauspieler, wo die ganzen Maßnahmen der letzten Jahre satirisch aufbereitet werden. Und wer davon auch neben mir steht, ist der österreichische Kabarettist Walter Kammerhofer. Da haben Sie es erst ist uns etwas Schönes durch ihn gelungen. Das werden wir jetzt wiederholen. Das war jetzt die Ansprache zur Familie und dass wir unsere Kinder schützen. Walter, bitte auf ein neues, die hier mitgehen, haben schon gehört. Ihr habt den Text geübt. Also, lauthals alle mit. Wir machen es nur einmal. Bitte, Alexander! Yeah! Danke, dass ihr da seid. Danke fürs Mitgehen. Jeder braucht jederzeit irgendwo Geborgenheit und die Fähigkeit. Juhu! Die österreichische Volksseele ist total entflammt. Oben, unten, links, rechts. Schreibt das mit! Nein, es ist mir scheißegal. Mir geht es um die Sache.
Und wenn man der Ole von Franzi macht, ist für mich. Ob der verlegt oder verrenkt, ist es egal. Danke sehr! Einerseits gesagt, das ist mir ganz wichtig, das Extreme ist nie gut. Das Extreme ist nie gut. Wir sind alle individuell und wir können und sollen und dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Was wir aber vermisst haben, wir Mediziner, aber auch die Rechtsanwälte, war in den letzten Jahren der öffentliche wissenschaftliche Diskurs, den hat es nie gegeben. Dagegen haben sich die öffentlich-rechtlichen Medien wunderbar gewehrt, indem sie immer dieselben Expertinnen eingeladen haben. Und wie man ja am Beispiel Wenisch sieht, der für die Impfpflicht war, der erzählt hat, wenn sie geimpft sind, ist ihre Chance 99,9997% reduziert, diese Erkrankung zu bekommen. Lug und Trug. Jeder, der sich wie die Medizinerkollegen, so ich und andere, die ganzen Zulassungsstudiendaten durchgelesen hat, hat gewusst, diese Covid-19-Injektion wurde niemals dafür getestet, ob sie überhaupt Übertragung verhindert. Und wenn ich jetzt irgendwelche Medienanstalten sehe, die bei irgendwelchen Hausärzten in Wien Videos drehen, weil die Leute sich zum sechsten Stich anstellen, und diese Allgemeinmedizinerin sagt in diesem Interview, naja, die Kinder ab 5, das empfiehlt sie, die sollen sich die Covid-19-Injektion zum wiederholten Male holen, weil dann können sie die Oma schützen. Ja, Entschuldigung, was hat die denn nicht verstanden von dem Hearing im EU-Parlament als der niederländische Member of European Parliament, Rob Knuth, eine Vertreterin von Pfizer, Janine, gefragt hat, wurde dieses Produkt jemals darauf getestet, die Übertragung zu verhindern? Und Pfizers eigener Repräsentativ, also die eigene Repräsentantin von Pfizer, hat gesagt, nein, dieses Produkt wurde niemals darauf getestet, ob es die Übertragung schützt. Und Ihnen, meine lieben Damen und Herren, die nicht wissen, worum es heute geht, hat man im ORF erzählt, holen Sie sich den Stich und schützen damit Sie Ihren Nächsten. Und ich möchte noch einmal sagen, diese Injektionen sind unsicher und unwirksam und besonders für die Kinder gefährlich. Und ich zeige wieder Gesicht und ich sage Ihnen, die sogenannte Infection oder Case Fatality Rate für ein Kind an Covid-19, und das waren schon die Zahlen bei der Alpha-Variante, Ioannidis, ein Professor aus den USA hat das früh gesagt, war immer schon die kleine Rate von 0,0003%. Und für diese 0,003% wurden Kinder und deren Eltern, die von Mainstream-Medien die Impfpropaganda gehört haben, in die Spritze getrieben und haben mitunter schwerste auch Herzmuskelentzündungen und andere Nebenwirkungen. Dr. Peter McCullough aus den USA, mit denen ich und Medizinerkollegen aus Österreich gut vernetzt sind, zeigt das in Studien. Und Gott hab ihn selig, Professor Arne Burkhardt von der Pathologiekonferenz in Reutlingen. Wurde nicht ernst genommen. Leider ist er im Mai mit 79 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Aber ich kann Ihnen eines sagen. Professor Arne Burkhardt, Dr. Ryan Cole aus den USA, das sind Pathologen. Professor Dr. Wieslitz aus Österreich, ein Gerichtsmediziner. Die haben längst darauf hingewiesen, dass es direkten Zusammenhang mit den Covid-19-Injektionen und plötzlich und unerwarteten Todesfällen gegeben hat. Und wir stehen jetzt auf. Gegen die WHO, gegen diese Pandemieverträge, gegen den Pandemievertrag und die geänderten Gesundheitsvorschriften IHR, International Health Regulations, um eben zu sagen, niemals mehr darf das passieren, was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Dass hier ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen wird und von irgendwelchen nicht von uns gewählten Entitäten Freiheitseinschränkungen passieren. Wenn Sie sich als Passanten wundern, was das heute hier ist, die Europe for Freedom Kundgebung, besonders für körperliche Unversehrtheit. Und ich darf das Mikrofon kurz an den Mutigen, damit jeder das Motto sofort versteht, Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse geben. Philipp Kruse ist wie kein anderer seit über 20 Monaten in dem Thema drinnen. Weiß alles, was man wissen muss über die geänderten Artikel in den internationalen Gesundheitsvorschriften und des Pandemievertrags. Philipp Kruse, Rechtsanwalt aus der Schweiz, bitte, wenn du noch ein paar Worte dazu sagen könntest.
Herzlichen Dank, liebe Maria, und einen ganz herzlichen Gruß durch Gott nach Wien. Großartig, dass Sie alle hier sind. Und ich habe mich gefreut zu sehen, vorhin hat Gloria Machel gefragt, wer von euch war alles schon hier bei den Kundgebungen vor 2 Jahren, vor 1 Jahr. Und es sind sämtliche Hände hochgegangen. Großartig! Und warum seid ihr damals zu Kundgebungen gegangen? Deshalb, weil die Regierungen, die von euch, aber auch weltweit, die Menschen dazu benötigt haben, etwas zu nehmen, was uns nicht gut tut. Und jetzt genau hat richtig Maria erwähnt, im Mai nächstes Jahr soll über 2 rechtliche Verträge abgestimmt werden in der Weltgesundheitsversammlung. Die Batterie war ausgefallen von dem einen Mikrofon, aber es geht weiter. Danke, Philipp Kruse. Danke, liebe Maria. Und wir müssen wissen, dass wir hinter uns behandelt. Wir werden nicht informiert, nichts darüber. Und die meisten Politiker haben selber auch keine Ahnung, dass diese neuen Verkaufswerke am nächsten Mai wahrscheinlich ist einer zu wenig Gottes Wort ins Ohr gefallen bislang. Das macht sich jetzt ein bisschen unruhig, wenn es fuchsig. Ja, nein, aber